So Leute, wir machen Duskmourn, ein Collector-Display von House of Horror auf. Und dieses Video ist gesponsert. Das muss ich ganz am Anfang mal sagen und ich werde euch kurz meinen Sponsor für dieses Video vorstellen. Und zwar, wir kaufen deinekarten.com. Diese in Deutschland ansässige Firma, das Collectibles Hub, wie es hier steht, sind An- und Verkäufer unter anderem auf Cardmarket, aber auch tatsächlich über ihre eigene Website. Dort kaufen sie auch eure Karten an. Wenn ihr zum Beispiel Karten noch rumliegen habt, müsst ihr nicht darauf warten, auf irgendein großes Event zu gehen, wo ein großer Händler ist, wo ihr alle eure Karten hingeben könnt und sagen könnt, hey, hier nimm meine Karten, sondern das könnt ihr ganz bequem von zu Hause aus machen. Und natürlich habe ich auch einen Code für euch. Mit dem Code Blacky5 kriegt ihr, wenn ihr Karten bei wirkaufendeinekarten.com verkauft, 5% obendrauf, nochmal, von allen Kartenwert, die ihr habt, wenn ihr was für 100 Euro verkauft, kriegt ihr dann 105 Euro. Kriegt ihr 5 Euro geschenkt. Einfach so. Und ja, müsst ihr nur den Code Blacky5 benutzen. Ihr unterstützt mich da auch damit ein bisschen. Das muss man jetzt auch dabei sagen. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Und wenn ihr was, deswegen komme ich auf die 100 Euro, ab 100 Euro verkauft, dann natürlich ohne Versandkosten. Das heißt, ihr bekommt die Versandkosten erstattet, beziehungsweise bekommt ein Label, dass ihr das verschicken könnt. Und die lieben Leute von Wir kaufen deine Karten haben auch noch ein ganz, ganz kleines Gewinnspiel, eine ganz, ganz kleine Karte für euch. Und das gucken wir uns später an, genau wie ich tatsächlich einfach ein paar Karten aus diesem Display verkaufen werde. Das heißt, ihr habt jetzt ein Opening, dann verkaufe ich Karten auf der Webseite und erkläre euch, wie die Webseite funktioniert, was die Webseite so macht und wie das Ganze so vonstatten geht. Also, machen wir das Display auf. So, weil ich mir sonst wieder die komischen Finger kaputt mache. Na, mache ich immer noch. Ich bin einfach nicht gut darin, Displays aufzumachen. Habe ich das mal erwähnt? Ja, wir machen Duskmourn auf. Duskmourn, das Set, das jetzt am Freitag den... Lasst mich lügen. Beziehungsweise nachgucken. 20. September in die Läden kommt, machen wir heute mal auf das Collector Booster Display. So, wir haben ein Display vor uns voller großartiger Karten. Ihr kennt das von mir, wenn ich ein Display aufmache, ich gehe jetzt nicht über jede Kamm und Ankamm einzeln drüber. Ich werde so ein bisschen durchskippen. Wo sind die denn hergestellt? Made in USA, okay. Ich werde so ein bisschen da durchgehen und werde mit euch über ein paar Karten reden. Klar, keine Frage. Aber ich werde jetzt nicht über jede einzelne Kamen und Ankamen eine Philosophierstunde mit euch halten, auch wenn ich das mal studiert habe. Das werde ich nicht tun. Das ist ein bisschen sehr spiel. Ah, diese Artworks, so crazy. Ah, amerikanischer Print, wartet mal. Hm, ja, ich rieche es. Wir haben eine Menge Ankamen und Kamens dieses Mal. 2, 4, 6, 8 Kamens und Ankamens. Boah, diese Länder. Boah, sind die hübsch. Oh mein Gott, die sind wirklich, wirklich, wirklich hübsch. Dann haben wir, ich muss mal ganz kurz eine Sache beiseite tun. Jetzt funktioniert mein Autofokus nämlich auch. Marina Vendrell. Sehr, sehr coole Five-Color-Kommandeure. Kann aber nur in diesem Set irgendwie groß benutzt werden tatsächlich. Barb Flame Gremlin. Split Up. Sehr, sehr gute Karte. Ich glaube, von der werden wir noch ganz, ganz viel hören. Dann haben wir eine Dissection Tool. Okay. Dann haben wir ein Fuller Traum. Roaming Funrace und Steaming Sauna. Ein Fuller Foil. Das ist ja wild. Das ist ja absolut wild. Ja, das war das erste Booster. Und genau, wir gucken uns so ein bisschen durch. Ich habe von den Preisen, ehrlich gesagt, noch nicht so die meiste Ahnung. Was viel daran liegt, dass ich die Preise noch nicht nachgeguckt habe. Aber wir werden nachher mal ein paar Karten uns raussuchen und werden die mal, wie gesagt, auf der Webseite von Wir kaufen deine Karten tatsächlich einfach mal verkaufen, damit ihr auch mal den Prozess seht. So, das ist auch so gut, dass diese Kammländer da drin sind. Ich finde die sehr, sehr gut tatsächlich, weil die im Nachhinein sehr, sehr stark sind. So, Unwanted Remake, richtig gute Karte tatsächlich. Forest, die Länder sind echt hübsch. Leyland of the Void, hier in mal wieder voll. Formless Genesis. Okay. Eine Lea. Enchantment Tapped. Enchantment Land. Aber kein Lea. Es steht oben Lea drin, aber es ist kein Land-Type Lea. Es gibt den Land-Type Lea. Ah, Demonic Console. Aber hier wurde ein Undead Sprinter
übersprungen. Und hier ist ein Demonic Console mit einer Dämonenkarte. Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Und Primo, das ist ja süß. Absolut süß. So, müssen wir ein bisschen abspeeden, damit das Video für euch nicht zu lange wird. Piranha Fly, Trapped in the Screen, diese Räume sind auch sehr, sehr cool. Glimmerlight, das sieht für mich schon zu futuristisch aus, tatsächlich für ein normales Set. Aber gut, Paranormal, okay. Ich hab nichts gesagt. Es sieht alles sehr futuristisch aus in diesem Set. Insel, sehr cool. Identity Tracker. Das Choice. Overlord. Der rote Overlord. Der ist sehr, sehr cool. Hier nochmal ein Raum. Central Elevator und Promised Stairs. Und, Huntwood Trigger. Das ist eine gute Karte. Das ist eine absolut gute Karte und ein sehr, sehr, sehr hübsches Artwork. Und das ist zum Beispiel eine von den Karten, die ich auf jeden Fall gleich mal eingeben werde. So, weiter geht's. Na komm. Ist bei Duskmorn halt alles ein bisschen gruseliger. Das ist natürlich... das tut natürlich weh. Sowas tut natürlich weh, wenn solche Karten so abgeranzt sind, sage ich mal. Das ist nicht so schön. Luna. Fear of the Abundant. Also Aliens. Let's play a game. Lass uns ein Spiel spielen. Swamp, Demonic Console noch eins. Die Fate. Sehr, sehr cool. Tyrvar, The Pummler. Das Elf, sehr cool. The Shadow Weaver. Auch sehr cool. Und sweet. Aber nicht in dem Special Foiling, sondern nur in dem normalen Foiling. Es gibt den nochmal als so ein richtig Special Foiling, wo man so zwischen den Farben hin und her wechseln kann. Hier haben wir einfach nur so eine Karte in Foil, und zwar diese Moan All Questing. Auch sehr cool tatsächlich. So. Na komm. Booster öffnen. Hier die Collector Booster haben sie wieder richtig, richtig fett anstrengend verpackt. Bin ich am überlegen, ob ich die gleich mit der Schere aufschneide, so wie Kollegen von mir. Turn Inside Out, tatsächlich eine sehr, sehr gute Karte. Clockwork. Fear of the Dark. Get Out. Der Gremlin, auch so hübsch. Plains, richtig sweet, richtig cool. The Wandering Rescura, sehr, sehr gute Karte tatsächlich. Ich glaube, die wird im Standard jetzt nochmal mit Convoke nochmal richtig was reißen. Weil es gibt ja aktuell so ein Agro-Convoke-Chizzle-Deck, was ich auch schon gespielt habe. Und zwischenzeitlich sogar besessen habe. Unstoppable Slasher, auch eine sehr starke Karte. Balustrade, okay. Lane of Resonance, hier denken die Leute tatsächlich, dass sie damit Turn 2 comboen können. Da bin ich mal gespannt, ob die Leute das wirklich können. Und Balustradenwurm. Kann ich gecountert werden? Trampel, Eile und kann man zurückholen. Gremlin. Spannend. Ja, genau. Ich habe mir das mal ausgesucht, um das tatsächlich auf der Webseite zu testen. Denn ich möchte meine Partner, mit denen ich auch zusammenarbeite, immer mal wieder auch ganz gerne auf Herz und Niere prüfen. Und dementsprechend werde ich da auch gleich mal schauen, ob denn die Duskmorn-Karten schon drin sind. Glimmerseeker. Sehr, sehr stark ankam. Attack in the Box. Swamp. Tale of Tamio, sehr gute Karte. Glitch Interpreter. Facedown-Karten. Okay. Leyline of Mutation, wir haben fast alle Leylines. Floodverge, gute Karte tatsächlich. Sehr gute Länder. Und hier haben wir noch eine Dame schon wieder in diesem Foiling. Aber nicht in dem Foiling, dem ich es gerne hätte, glaube ich. Weil da kann man angeblich zwischen den beiden Bildern hin und her switchen. Na komm. Okay. Jetzt ist es soweit. Macht das nicht zu Hause nach. Wirklich nicht. Es ist, diese Booster. Ganz schlimm. So. Horrid Vigor. Winter's Intervention. Winter natürlich auch eine sehr krass gehypte Karte. Very Watchdog. Sehr cool. Break down the door. Orphan. Stay hidden, stay silent. Mountain. Jetzt habe ich nämlich alle Länder. Das ist ein Role Model. Das ist nicht so cool. Phenomen Investigators aus dem Commander Deck. RIP.
Also hier, das ist wirklich schwierig. Also man kriegt die Foil, Twitching Doll, leider wahrscheinlich nichts wert, weil es die Bayer Box Promo ist, aber eine sehr, sehr gruselige Karte mit den ganzen Spinnen da drauf. Und hier haben wir ein Chariot Fire Robbed Spaces. Das Problem ist halt, wenn man hier so durchgeht, diese beiden Karten kleben aneinander. Und die Foil, weil sie vorne her eben nicht rau ist, so wie diese Karten hier, rutscht das weg. Das ist ein bisschen schwierig bei den amerikanischen Prints. Da sind japanische Prints tatsächlich besser. So, jetzt muss ich mir gerade meinen Mülleimer näher dran stellen, weil der tatsächlich mir ein bisschen weggerutscht ist. Und wir gucken uns weiter an, was wir haben. Acrobatic Cheerleader. Natürlich muss es eine Cheerleaderin geben. Human Survivor. Oh, will survive. Es ist, die Artworks sind crazy cool. Das ganze Set ist gar nicht mal so uncool, sag ich mal. Viele Leute dachten ja am Anfang, nach Bloomborough kann das nicht cool werden, aber ich muss sagen, da haben sie wirklich viel rausgehauen. Es ist zwar viel futuristischen Kram dabei. Into the Pit. Eine sehr gute Karte tatsächlich. Demonic Consul. Eine Enduring Courage. Sehr gute Karte, lustigerweise. Dann haben wir noch den Raum in Foil. Das Foiling hier natürlich auch schwierig zu sehen. Aber man fühlt es. Amerikanischer Print, ich sag's immer wieder, man fühlt es einfach. So. Weiter. Wo ist da mit der Schere aufgeschnitten? Ich mach's mal nicht on Kamera. Ich habe Angst, dass die Leute weinen, weil ich da irgendwas zerschneide. Und ich habe Angst, wirklich was zu zerschneiden, dass das ewig auf Kamera gebannt ist. Killer Mask. Sehr cool. Oh mein Gott, die Säge, Mountain, Split Up. Oh mein Gott, ein Foil Basics. Das könnte ich sogar, das will ich auf jeden Fall behalten. Das ist ja sick cool. Ich liebe diese Karte, so eine gute Karte. Und ich brauche sie für Death in Texas. They came from the pipes. Diese Namen, muss ich sagen, sind echt weird. Valagos Onslaught mit Manifest Dread. Dann haben wir hier einen Full Art Raum. Diese Full Art Räume sind auch weird. Und dann haben wir, das brauche ich für mein Ojutai Deck. Oh mein Gott, jawoll. Jawoll, sehr geil. Die Länder sind wirklich cool. Da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen. Die sind wirklich, wirklich cool. Ich mag die wirklich sehr. Und dementsprechend, sehr, sehr cool. Also Puls bisher gefallen mir ganz gut. Auch wenn ich, wie gesagt, von den Preisen literally keine Ahnung habe, und lass mich gleich überraschen, was man hier so Cooles verkaufen kann. Dementsprechend, auch gar nicht mal so schlecht, so was beiseite zu haben. Grab the Price. Es ist so schön. So weird. Ist so weird teilweise. Planes. Comeback Wrong. Eine der ersten Karten, die wir gesehen haben. Sehr cool tatsächlich. Okay. Eine Flight Trap, die wir hinten nochmal in Foil haben, weil diese Karte wieder hier festhängt. Oh mein Gott, wie süß bist du denn? Wie süß bist du denn bitte? Oh mein Gott, das ist ja richtig süß. Das ist süß. So, zwei noch. Zwei coole noch. Ich muss sagen, ich finde das Set, wie gesagt, sehr, sehr cool, sehr, sehr hübsch. Ich bin sehr begeistert davon, was sie daraus gemacht haben. Am Anfang war ich, wie gesagt, sehr, sehr skeptisch. Aber es sind sehr, sehr, sehr viele coole Karten mit drin. Es sind sehr viele Karten drin, wo ich mir denke, oh, da kann man was mitmachen. Und dann gibt es halt diese Unsettling Twins und so weiter. So wirklich gruselige Karten tatsächlich. Der Fungus, glaube ich auch noch, dass der wirklich gut ist. Life or Die. Island. Winter, da haben wir die Winter. Die ist sehr stark, wenn man die uns laufen kriegt, weil dann kann man damit sehr, sehr viele Handkarten mit Leute machen. Simone, das ist die Kommandeure in Non-Fall. Marina schon wieder, die Marina. Und dann Haunted Shrieker nochmal in Non-Fall. Und, oh mein Gott. Overlord of the Mistmoors. Natürlich der schlechteste der Overlords, aber oh Junge, der ist hot. Geil. Mega geil. Coole Karte tatsächlich. Sehr, sehr coole Karte. Also vom Artwork her. Die Karte selbst ist der schlechteste der Overlords, weil Weiß keine coolen Overlords haben darf. nee, ich kann euch nicht sagen, warum. Aber das ist auf jeden Fall ein bisschen der schlechteste Mörder. Mal wieder. Scream. Die ist auch echt cool. Die Playmate. Track the Roots, Forest, so, und jetzt hier Let's Booster, auch sehr, sehr gut. Oh, eine Eule, wie cool, Hedwig, wo bist du? Victor,
Kaito, oh mein Gott, der Kaito ist ja geil. Und der ist der, oh mein Gott, er sah gerade kurz textured aus. Er sah gerade kurz textured aus, aber es ist, glaube ich, der normale. Es ist, glaube ich, der normale Valgoth. Oh mein Gott, ich dachte gerade, er wäre textured. Ich dachte gerade, weil er hier so an dem Rand so textured aussah. Das ist ja crazy. Das ist ja crazy. Das ist ja ein crazy Display. Das, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Apropos Textured. An dieser Stelle möchte ich einmal ganz kurz revealen, was ihr hier gewinnen könnt. Und zwar ein Ulamog The Ceaseless Hunger, bereitgestellt von Wir kaufen deine Karten, um dieses Video zu sponsoren. Und das ist nicht nur irgendein Ulamog The Ceaseless Hunger. Das ist ein Textured Foil. Deswegen komme ich auch gerade eben auf das Textured Foil. Ich weiß gar nicht, ob Textured Foil überhaupt im Set drin ist. Aber hier ist auf jeden Fall ein Textured Foil Ulamog The Ceaseless Hunger. Den könnt ihr gewinnen. Der kann den Weg zu euch finden. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist natürlich ein Abonnent sein. Das Video liken, abonnieren und in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal bei Händlern Karten verkauft habt oder das bisher nur privat gemacht habt. Das würde mich einfach mal interessieren und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt, ob sie gut waren, ob sie schlecht waren. All das schreibt in die Kommentare. Daumen nach oben, Abonnent sein, liken und ihr könnt einen Ulamog The Ceaseless Hunger gewinnen. Sehr, sehr coole Karte. Vielen, vielen Dank nochmal an Wir kaufen deine Karten. Und dort bewegen wir uns jetzt auch hin, um das Ganze mal zu testen. Und damit sind wir auf der Seite von wirkaufendeinekarten.com und wir können uns hier mal ein bisschen kurz umschauen. Egal, wo wir so drauf gehen, so Karten verkaufen, Sammlungen verkaufen. Aktuell werden Lorcana, Star Wars Unlimited, Magic und demnächst wahrscheinlich One Piece angeboten. Man hat natürlich auch hier Karten kaufen. Dann kann man das Angebot auf Cardmarket eben nachgucken. Man hat einen Newsletter, wo immer wieder neue Informationen rauskommen. Hier sind noch Infos, Kartenzustände, wie das aussieht, was sind Kartenzustände, was ist Near Mint, was ist Excellent. Und zwar nach einer, meiner Meinung nach, sehr, sehr, sehr viel besseren Eingruppierung, wie das auf anderen Seiten ist. Entsprechend mag ich das ganz gerne. FAQ-Newsletter über uns, das Team zum Beispiel, unser Team. Seht ihr hier wunderschön das Team, die Geschichte, die Leute, die da sind. Einfach großartige Menschen tatsächlich. Alles ganz, ganz, ganz tolle Menschen. Und genau, ihr könnt direkt komplette Sammlungen verkaufen. Da könnt ihr dann tatsächlich eine Excel-Tabelle, eine CSV-Datei tatsächlich einfach hochladen oder einstellen. Wenn ihr das noch nicht habt, könnt ihr tatsächlich die Ankaufmethode nehmen. Dort seht ihr, wenn ihr zum Beispiel die Sammlung, wirklich eine Sammlung verkauft, habt ihr 7 bis 14 Tage Bearbeitungszeit. Es ist eine Schätzung der Preisermittlung. Das heißt, ihr bekommt nur einen groben Preis. Nicht genau jede einzelne Karte mit einem einzelnen Preis. Das heißt, manche Karten können für 5 Euro geschätzt werden, obwohl sie 10 Euro wert sind. Das ist ganz normal. Das macht man bei Händlern, weil ihr bekommt halt eure komplette Sammlung los. Ihr müsst nichts dafür tun. Ihr braucht kein Fachwissen dafür, wie das hier auch steht. Dafür müsst ihr natürlich für den Service bezahlen. Wenn ihr Fachwissen habt und Karten einzeln einpacken wollt und könnt, dann könnt ihr tatsächlich das einzeln machen. Hier seht ihr Bilder erstellen, Kontaktformular. Das ist für die Sammlung. Versenden deine Karte, finales Angebot und die Auszahlung. Das ist für die Sammlung. Wir sind jetzt hier für Einzelkarten. Und wir gehen jetzt zum Beispiel auf Magic Gathering. Ich möchte Magic Gathering Karten verkaufen. Und zwar von Einzelkarten in dem Fall. Man kann auch den kompletten Cardmarket-Bestand mal bewerten lassen und vielleicht seine komplette Cardmarket-Sammlung verkaufen, wenn man das mal Bock hat, seinen kompletten Cardmarket-Ding einfach leer zu machen. Das geht auch. Aber wir gucken uns jetzt mal die Einzelkarten-Ankauf an. Dann kommen wir auf diese wunderschöne neue Seite. Dort können wir jetzt einen Kartennamen eingeben. Ich habe jetzt ein paar Kartennamen hier rausgesucht. Und zwar haben wir The Wandering Rescuer. Da haben wir ihn. Da könnt ihr sehen, dass die Karten aus der Edition Duskmourne House of Horror erst ab dem 4.10. gekauft werden. Deswegen, anders als im Video vorher gesagt, werde ich jetzt nicht die Duskmourne-Karten verkaufen, sondern wir haben mir andere Karten rausgesucht aus letzten Openings, die ich so gemacht habe, auf meinem Channel und dachte mir, ich gebe die dann einfach mal ein. Denn wir haben jetzt hier zum Beispiel, was ich vor mir liegen habe, einmal die gute Cassandra mit ihrem Speer des Leonidas. Und die suchen wir jetzt mal. Cassandra. Dann haben wir die, jetzt muss ich nachgucken, die da, Etched Foil, in Englisch, in Foil, Near Mint, Anzahl eine, berechnen. Jetzt sagt mir die Webseite, ich kriege dafür, wenn ich möchte, 3,27 Euro. Packe ich jetzt mal hinzu und sage, der geht hier oben auf jeden Fall rein. Dann möchte ich auch den Speer bitte verkaufen, wenn ich ihn richtig schreiben könnte.
meine Tastatur macht gerade richtig Faxen. Es tut mir ein bisschen leid. Genau, hier haben wir dann ein auch extra 1 wahrscheinlich, nee, extra 2. In Foil, ein Edged Foil Speer des Leonidas. Gucken wir, was der Wert ist. Und er ist 56 Cent wert. Den gebe ich direkt mit ab. Und dann, was haben wir noch hier rumliegen? Was habe ich denn noch? Ich habe hier noch ein paar MH3-Karten, die ich rausgesucht habe. Wir haben noch hier so ein Nantuko. Wir haben noch eine Vexing Bubble und ein Nethergolf. Die gebe ich jetzt mal ganz kurz ein. So, jetzt habe ich hier meine Karten eingegeben. Und zwar haben wir den Nethergolf, den Nantuko, die Vexing Bubble und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt hingehe, es fehlt noch ein bisschen was zum kostenlosen Versand, das ist korrekt. Wenn ich den jetzt hingehe und den Code eingebe, werdet ihr sehen, uiuiui, da hat sich ein bisschen was getan. Durch den Code bekommt ihr einfach mal 1,21 €. Ich sitze im Weg. Warum sagt mir das denn keiner, dass ich hier im Weg sitze? Sekunde. Ungewohnte Position, jetzt muss ich darüber gucken. Wie ihr hier seht, 1,21 € bekommt ihr, kann auch reinscrollen hier, 1,21 € bekommt ihr obendrauf, wenn ihr meinen Code benutzt. Und dann bekommt ihr insgesamt 25,34 € für all das. Das ist das, was ihr abgebt, das ist das, was ihr bekommt. Hier könnt ihr noch ein bisschen Bulk-Karten hinzuwerfen, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich habe noch knapp 100 Commons, die würde ich gerne da noch dazu hauen. Oder ich habe noch, keine Ahnung, 5000 Basic Lands. Das sind jetzt mal so 5000 Basic Lands. So, und schon habt ihr dort einen anderen Preis mitstehen. Wir haben eine Menge Basic Lands, die man loswerden kann tatsächlich. Wie gesagt, bei Bulk drauf achten, Deutsch, Englisch und in gutem Zustand logischerweise. Und ja, dann habt ihr hier wunderschön das Ganze noch aufgeteilt. Wir können jetzt noch ein paar Mythic Rares dazu hauen. Das berechnet er dann auch automatisch. Und am Ende des Tages könnt ihr dann hier sehen, was ihr insgesamt für eure Sachen bekommt. Dann steht hier noch der Code. Sekunde, ich bewege mich mal wieder. Hier der Code Blacky5 für die 5%. Und dann gehen wir mal zum Checkout. Vorname. Ich gebe jetzt einfach mal Namen ein. Dann haben wir noch eine Anmerkung. Hallo. Blacky hier. Und damit bestätige ich, dass ich 19 bin. Der Code wurde angewendet. Steht hier auch nochmal extra. Und dann möchte ich den Verkauf abschließen. Nicht jetzt. Und so einfach habe ich den Verkauf angesetzt. Der Vorgangsnummer lautet sowieso. Ich bekomme jetzt eine E-Mail. Man kann auch direkt ein Versandlabel herunterladen. Dort sieht man jetzt auch alles, wo man das hinschickt, mit allem drum und dran. Dementsprechend sehr, sehr cool. Das ist ein sehr cooler Dienst. Dann kann man das aufs Paket kleben und einfach losschicken. Das ist sehr, sehr gut. Und ja. So einfach könnt ihr eure Karten da verkaufen. Wenn ihr wollt, kann ich mal auch zum Beispiel, wenn jetzt einige Leute unten in die Kommentare schreiben, da ist ja ein Unterschied zwischen Händler und Privatangaben, was so Kartenwert angeht. Wenn ihr wollt, kann ich dazu mal ein Video machen. Da haben wir auch eine Idee zu gehabt. Und ja, vergesst nicht, es gibt ein Gewinnspiel. Ihr könnt einen Textured Foil Ulamog in Englisch gewinnen. Sehr, sehr cool. Vielen Dank nochmal an. Wir kaufen deine Karten fürs Sponsoring dieses Videos. Und ja, was ihr dafür tun müsst, habe ich im Video gesagt. Wenn ihr hier am Ende da reingeschaltet habt, dann Pech, müsst ihr nach hinten gehen und nachgucken. Und ansonsten danke ich an dieser Stelle meinen Patrons. Vielen Dank an meine Patrons. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die jetzt hier gerade so ein bisschen rumwuseln. Vielen, vielen Dank. Ihr unterstützt mich sehr, 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 sehr immens. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr mich auch Monitor unterstützen könnt oder wollt, könnt ihr das tun, indem ihr auf Patreon mich unterstützt. Ab 3 € könnt ihr mich dort monatlich finanziell unterstützen. Wenn ihr das ohne Geld machen wollt, habt ihr jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ihr bei Wir kaufen deine Karten Karten verkauft, nutzt den Code Blacky5, dann habe ich auch eine Kleinigkeit davon. Und am Ende des Tages freuen wir uns darüber, dass ihr auch mehr davon habt. Und ansonsten, wie immer, Daumen nach oben, liken, abonnieren, am Gewinnspiel teilnehmen, das hilft auch immens. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksate. Ciao, ciao.